grüß dich zur nächsten Folge Microsoft Flight Simulator auf Echen TV. Ihr seht heute mein Schmuckstückchen für einen Kurzflug. Da ich ja letzte Woche ja mit Aufnahmeprogramm gesprochen hat und natürlich es nicht geklappt hat, dass ich euch den Start in Hamburg zeige, mache ich es jetzt. Nach. Aber wir fliegen nicht nach Sylt, sondern na. Ich glaub's das jetzt nicht. Was heißt? Hallo, Hilfe? Hier raus. Sieht schon abenteuerlich aus mit dem Flieger hier. Ich weiß auch nicht, wie lange wir mit dem Flieger brauchen werden. An unser Ziel mit dem Zug. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es glaube ich 3/4 Stunde. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Hat schon das Lied gesagt? Wir fliegen von Hamburg nach Lübeck-Blankensee. Pit 6-3 Golf Sierra, continue for East Departure. I will contact you next when you leave my airspace. Also, was normalerweise ganz unsinnig ist, machen wir heute, aber Hamburg Tower Pits Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra, continue for East Departure. Ich hoffe, in Hamburg ist es nicht so kalt, das weiß ich nicht. Aber sieht doch toll aus, oder? Jetzt hier brauche ich gar nicht unbedingt in die andere Kameraschaltung gehen, von außen. Weil wir hier doch auch wirklich viel sehen. Aber sieht doch toll aus, oder? Ich gehe jetzt doch mal in die Außenperspektive. wieso wie der gerade aussieht, man hatte Angst, dass der so schräg wie er gerade ist. Aber sieht toll aus. Hamburg Tower Pits Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Frequency Change. Bremen approach Pits Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra tip Pits 3 miles south of Hamburg 1900 feet. Urbit Free Game FR Burgang in Germany. Es ist hier viel Funkverkehr gerade. Pits Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Bremen approach. Squawk 4643. Squawk 4643 Pits X-Ray Golf Sierra. Charlie
cleared through the Charlie airspace pits, X-ray Golf Sierra. Hier bin ich ja in der letzten Woche draufgegangen. Lübeck, sondern mit Nüllo. Aber mit der Maschine würden wir dann nicht hinkommen. Hier drüben, die Wolken sind jetzt ein bisschen anders, aber das ist noch vor einer halben Stunde. Ich glaube, ich bin da lang geflogen vorhin, Richtung Sylt, bevor ich dann den Umkehrer gemacht habe. Habt ihr vielleicht irgendwelche Flugwünsche, welche Strecken wir fliegen können? Ich habe schon die eine oder andere noch im Kopf. Aber vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen, was ihr euch gerne wünschen würdet. Dann ab damit in den Kommentaren. Oh. Ich hoffe, steht es nicht ab. Genau, also wenn ihr wirklich Wünsche habt, was wir, welche Flugstrecken wir so fliegen könnten, dann schreibt einfach in den Kommentaren auch, nicht nur das klassische München-Berlin zum Beispiel, sondern auch irgendwas Außergewöhnliches einfach. Das wäre echt interessant, dass ihr das so schreiben würdet. Mich wundert eh, dass wir hier ein Funkgerät haben, so alt wie das Ding ist. Ich melde es an, wie der Raum wackelt. Pits X-Ray Golf Sierra, have legendary insight.
frage mich, ob wir es in dem Flugzeug des Lübeck erschaffen, so wie das wackelt. Also wenn ich, ich wüsste mir nicht die nächste Folge, wo ich anders lande als geplant. Okay, er ist durch die Tür. Ja, auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir dich landen sollten. Ich bin mir echt unsicher. Ganz im Wald nach Lübeck. Ich meine, ich hier kann nicht die Hälfte, deswegen. Aber ich glaube, mit dem Zug ist man hier bestimmt als mit diesem Flieger. Wie das hin und her wackelt, das sieht echt total realistisch aus, auch wenn ich jetzt mich Sorgen mache, meinen Ruf. Erst fliege ich einen anderen Flughafen an und fliege woanders hin und dann fliege ich mit dem Wetter so einen alten Flieger. Realistisch aus, finde ich. Ja, typisch Schleswig-Holstein. Schleswig-Holsteinische Gegend. Soll ich mir das Gewackel an der Uhr? Wie wir hin und her wackeln. Aber wir haben es bald geschafft. It's Alpha Sierra, X-Ray Golf Sierra is 11 miles west with India to land. Make left traffic runway 25 Pitts X-Ray Golf Sierra. Lubeck Airport information India 1700 Zulu. Wind 198 at 14. Sick twice, tree. Lejam Himmel few clouds at 800 feet, few clouds at 4,600 feet, few clouds at 11,700 feet. Temperature, 1 niter. Topunct, 10. Altimeter, 2 niter decimal 66. ILS runway 25 in Verwenda. Landing and departing runway 25. VFR aircraft, say direction of flight. Sit. All aircraft read backhaul short instructions.
Advise controller on initial contact, you have India. Da scheint jetzt gerade vor allem nichts in der Navigationshilfe auf dem Bildschirm. Haben wir hier irgendwo ein Navigationsbildschirm in diesem Flieger? Lustig. Geschäft, deswegen fallen. Tower Pits Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Kent Sitch in Dam Gabayat Nikte US Forder Richtung Zoom Flug Hafenen. Pits X-Ray Golf Sierra Airport is 11 o'clock, 8 miles. Also 11 Uhr, also hier ist quasi 11 Uhr, hier nach, quasi nach links. Und 8 Meilen entfernt. Also ist nicht mehr allzu weit weg. Ich bin gerade neugierig. Na komm schon. Okay, wir haben jetzt gerade eine Zeit von 16 Minuten. Es scheint doch schnell zu sein, diese Flugzeug auch. Wenn ich nicht gedacht hätte. Gespannt. 5,3 Meilen. Ja, der Co-Pilot, den es nicht gibt. Weil das Flugzeug hat ja wirklich nur einen Sitz. Also habe ich sie weggemacht. Hier gibt es ein kleines Gerät. Ich habe den Knüppel weggemacht. Den Steuerknüppel. Wenn ihr wisst, wie man den wieder befestigt. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mit schreibt. Ich habe es schon das zweite Mal. Ganz ehrlich gesagt, nicht wissen, wenn ihr was geschrieben habt in den Kommentaren. Da ich die ersten Folgen gestern aufgenommen habe. Und die Folge geht am Tag drauf, also wird sie erst in ein paar Tagen erscheinen. Also gleich in Lübeck. Ich hoffe, euch gefällt es, dass viel Content aus dem Microsoft Flight Simulator kommt. Und ich hoffe, es ist nicht für euch so schlimm, dass ich nicht selbst fliege, sondern das vom Co-Piloten machen lasse. Da ich mich nicht mit den Dingen noch nicht so auskenne, und noch wirklich keine Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich gerne mit euch mit die King anschaue und mit euch quatsche. Und das würde nicht, dass er die mich noch selbst lenken würde. Das wäre unmöglich. Lübecker Marzipan. Darauf hätte ich jetzt echt Lust. Lübeck ist eine ganz nette Stadt, finde ich. Ich dachte mal, wenn ich mal ein Horizontflugzeug zeige, ist was anderes, als dass wir bis jetzt so geflogen sind.
at 1-4. Clear to land runway 25 Pitts X-ray Golf Sierra. Ich werde sie natürlich nicht bewegen, weil der Co-Pilot hat natürlich was dagegen. Aber sieht total aus. So, in Kürze landen wir in über Blankensee. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug bei uns an Bord. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das eine der nächsten Mal wieder sehen. Ich hoffe, auch dir gefällt das Format hier. Also ich bin echt begeistert, auch wenn ich ein totaler Anfänger bin. Blankensee in 1 und etwas Meilen voraus. Da ist die Landebahn. Luft anhalten und gut landen. Da ich hätte nur. Pitts X-ray Golf Sierra contact ground on 121.78. Also, so sieht der Flughafen. Going to 121.78 Pitts X-ray Golf Sierra. Blankensee aus. Das sieht zu klein irgendwie aus, der Flugzeug. Passt nicht so wirklich auf diese Landebahn. Sieht aus wie ein Spielzeugflugzeug irgendwie. Genau. Knapp 25 Minuten haben wir gebraucht. Ich finde es. Mit dem Flugzeug finde ich echt eine ganz gute Zeit. Wie findet ihr es? Schreibt es mal in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Was ihr von der Flugstrecke hält und von dem Flugzeug. Würde mich auch interessieren. Natürlich ist Hamburg-Lübeck zu fliegen natürlich toller Schwachsinn.
Aber ich wollte halt ungefähr eine halbe Stunde Fahrt machen und hab gedacht. Ground Pits Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra request taxi to parking. Das passt. Pits Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra taxi to general aviation parking using taxiway Alpha. Taxiing to general aviation parking via taxiway Alpha Pits X-Ray Golf Sierra. Der Offensiv und hier drin nicht so viel. Ja, wir haben ja noch die Außenansicht. Können wir ja auch mal von der Außenansicht uns anschauen. Ich finde, das Flugzeug sieht aus wie ein Schulzeugflugzeug auf dieser Landebahn. In Hamburg sah es einfach extrem aus, fand ich. Ich glaube, so sehen wir eigentlich ganz gut, was uns frisch liegt. Aber der Flughafen sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, wie viel Verkehr hier ist, aber... So, jetzt sind wir dann gleich hoffentlich irgendwann in unserer Parkposition angelangt. Ist noch ein ganzes Stückchen entfernt, hä? Ich habe eine gute Kamera schon. 0,09 lange Meilen, also haben sie ja hoffentlich nicht mehr allzu weit. Hier sind ein paar Flugzeuge rum. Bei den Untergehen der Sonne sieht der auch toll aus. Und ich verdeckt uns. Sehen wir hier nix. Nix, dann müssen wir da. Okay, wir fahren noch ein Stückchen vor. Sie lachen sich wahrscheinlich kaputt. Dein Flugzeug sehen. Nee. Es ist ein sehr ernst, aber
ist da wenig, also wenn er sonst so nah wäre, ich weiß nicht, ob das nicht zu nah wäre. Gut. Wir sind geflogen. Mit dem Arvid bitte Spezial S25. Ja, wir haben 20 Minuten gebraucht. Wir sind am Tag geflogen. Und am Tag gestartet und gelandet. Gut. Wir sind insgesamt jetzt schon 2,5 Stunden geflogen. Aber ist noch gar nichts. Es wird sich noch sehr viel verändern. Gut. Bis zum nächsten Mal. Servus, Andi.